Mahlzeit, liebe Leute. In diesem Video, wie immer, zeige ich euch die Aszendenten-Challenge, die vom 6. November bis zum 13. November gültig ist. In diesem Zeitraum könnt ihr genau das machen, was ich hier mache. Und zwar seht ihr in diesem Video, wo das ist, was zu tun ist, wo sich die besessenen Eier befinden und dann natürlich, wo das versteckte Sammelobjekt sich befindet. Also alles kompakt, kurz und knackig in diesem Video. Im Hintergrund seht ihr schon mal, wie man hinfahren muss. Ihr könnt den Weg gerne nachfahren. Das Ganze ist mit einer kleinen Zeitraffer versehen, damit wir hier zügig durchkommen. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns am besten, wenn wir da sind. Vergiss nicht vorher noch bei Petra Wensch, dem NPC in der träumenden Stadt, den Beutezug zu holen, denn der gibt euch mächtigen Loot. Und ansonsten schaut, dass ihr vorher auf jeden Fall eine Laubtinktur der Königin am Start habt, denn nur mit ihr könnt ihr dann vor Ort auch das Portal sehen und auch zum Portal gelangen. Also dann erstmal bis gleich. Dort hier bei dieser Statue angekommen, spätestens jetzt müssen wir dann den Aszendententrank trinken, der heißt Laubtinktur der Königin, gibt es in eurem Inventar, ihr bekommt es ansonsten auch aus öffentlichen Events, aus den Kisten, aus Beutezügen, verlorenen Sektoren, es ist ein Zufallsdrop in der träumenden Stadt. Ansonsten könnt ihr es auch hier, wenn ihr da hinter mir irgendwo runtergeht, bei so einem Händler kaufen, der ist auf der Map nicht gekennzeichnet, aber da kann man es für 50 diese Byron-Zweige kaufen. Jedenfalls, wenn wir es getrunken haben, könnt ihr, wie im Video zu sehen ist, auf diesen Platten herumspringen und dann schlussendlich da nach oben zu der Statue gelangen auf den Kopf. Wir springen dann ganz fix durch das Portal durch und sind nun in der Aszendenten-Herausforderung. Hier heißt es wieder ein wenig springen hin und her, hopp hopp, bis wir dann am Ende bei dem, naja, ich nenne es mal Altar, angekommen sind. Dort befinden sich drei Ritter, die gerade ein Gebet sprechen und ein paar Hexen. Die Hexen schießt ihr am besten gleich weg und tötet dann alles andere. Auf die Ritter, da müsst ihr erstmal noch nicht drauf achten, denn die sind sowieso immun und reagieren auch noch nicht auf euch. Ihr müsst alle Gegner getötet haben. Dann öffnet sich dieser Schar-Magie-Ball, wo dann das Schwert drin ist, das ihr aufheben könnt. Und sobald ihr das Schwert aufgehoben habt, geht die eigentliche Herausforderung richtig los. Ihr müsst nämlich alle Gegner töten. Also nicht alle, sondern alle Ritter töten. Alle drei Ritter müssen tot sein und die können nur vom Schwert Schaden bekommen. Das ist gar nicht so einfach, denn es spawnen auch noch eine ganze Menge Besessene. Ich habe das hier ganz solo gemacht, muss ich sagen, war nicht ganz einfach. Falls ihr einen Kollegen dabei habt, dann ist es wesentlich leichter. Wenn ihr dann nämlich sterbt, könnt ihr direkt wieder rein. Falls ihr solo seid und sterbt, dann seid ihr raus. Könnt zwar direkt wieder rein, aber ihr müsst dann wieder von vorne anfangen. Macht das Ganze in Ruhe, nicht so viel Hektik, wie ich das hier gemacht habe. Wenn ihr Lust habt, dann rennt einfach die ganze Zeit im Kreis, bis ihr eure Super mit dem Schwert aufgeladen habt und dann könnt ihr die Ritter immer nur mit der Super schlagen. Ansonsten schaut, okay, falls der Ritter mal gerade alleine ist, dann könnt ihr euch mit ihm auch allein anlegen. Sollten die Ritter aber im Haufen laufen, würde ich da jetzt vielleicht nicht unbedingt reinspringen. Die machen doch schon ziemlich hohen Schaden. Vor allem, ich bin hier gerade über 580 vom Power Level her. Falls jemand von euch noch niedriger ist vom Power Level, könnte das hier ganz schön knapp werden. Sucht euch am besten ein paar gesellige Freunde dazu, die euch hierbei helfen. Falls nicht, solo, wie gesagt, ist das ja auch machbar. So, wenn wir das dann alles hier gemacht haben und die drei Ritter getötet haben, dann wird uns Toland wieder mit dieser weißen Kugel den Weg zeigen. Das ist eigentlich ziemlich einfach und zwar da, wo wir hergekommen sind, da leuchtet auch ein großes blaues Kristall. Da müssen wir dann nur noch hinspringen. Achtung, auf dem Weg sind ein paar Gegner, aber das ist überhaupt kein Problem. Sind wir dann nämlich dort angekommen, steht auch schon die Kiste bereit, wo wir dann den Loot finden. Zu der Lootkiste solltet ihr das Schwert auf jeden Fall mitnehmen, denn sonst geht die Kiste irgendwie nicht auf jeden Fall, oder die spawnt gar nicht erst. Nehmt das Schwert mit und lasst es nicht fallen. Nachdem ihr den Loot habt, kommen wir zu den Eiern. Positioniert euch genau so hier in der Mitte, dass links und rechts einmal diese Plattform sind. Und auf die linke Plattform springe ich jetzt drauf, auf diese kleine Erhöhung und jetzt hier auf dieses Gebäude aufs Dach. Jetzt wird es ein bisschen tricky,
Da ganz hinten seht ihr vielleicht das Ei, das leuchtet so ganz leicht. Es braucht schon ein paar Versuche, es hat bei mir echt lange gedauert, bis ich endlich das Ei getroffen habe. Aber ich kenne da leider keinen Weg, wie man da hochklettert, das heißt einfach mal von dort probieren abzuschießen. Für das zweite Ei von derselben Startposition aus nach rechts durch diese Laube hindurch auf diese Steinchen. Aufpassen, die Steine verschwinden ziemlich schnell. Beim zweiten Stein könnt ihr aber etwas länger stehen bleiben. Dort springt ihr dann hier auf diesen Felsvorsprung rüber, lauft dort weiter entlang, nehmt am besten das Schwert auch mit, ohne Schwert wird es schwierig. Und hier an der runden Platte, da wartet ihr einfach mal kurz, bis es aufblitzt, denn dort auf der rechten Seite der Platte, sage ich mal in der Richtung, ist ein großer Berg, den ihr am besten mit einem Sprung und Schwertschwingen erreicht, landet dort irgendwo und klettert den Berg hoch. Diese zwei Eier sind wirklich sehr, sehr tricky. Ich kenne leider keinen anderen Weg und habe jetzt auf die Schnelle auch keinen anderen Weg im Internet gefunden. Falls ihr einen kennt, sagt mir da gerne Bescheid. Ansonsten nehmt hier auf jeden Fall mal einen Kollegen mit, da das sonst ziemlich frustrierend ist, wenn ihr runterfallt und wieder komplett von Anfang anfangen müsst. So, kommen wir jetzt nun zu der Lore. Ausgangsposition, einmal 180 Grad nach hinten drehen. Da ist dann auch so eine kleine Treppe und da unten leuchtet schon. Fallt runter, aber bremst vorher ab. Das spawnt nämlich so eine Platte, die ihr nur als Aszendenten sehen könnt. Dann sammelt ihr die Lore ein und schon habt ihr alles für diese Woche bekommen. So, liebe Leute, es war ein bisschen schwieriger diese Woche, aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und geholfen hat. Lasst mir ein Like da und abonniert den YouTube-Kanal hier für weitere Destiny 2 Infos und Guides. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal auf Venero TV. Lasst ihn immer schön schwingen.